Ich rufe nun auf die Tagesordnungspunkte 7a und 7b. Beratung des Antrags der Fraktion der CDU/CSU mit dem Titel Für Humanität und Ordnung in der Asyl- und Flüchtlingspolitik, Kommunen in der Migrationspolitik unterstützen, Forderungen aus dem Kommunalgipfel umsetzen. Sowie die Beratung des Antrags der Fraktion Die Linke mit dem Titel Aus der Aufnahme der Ukraine-Geflüchteten lernen für einen echten Paradigmenwechsel in der Asylpolitik. Über den Antrag der Fraktion der CDU/CSU werden wir später namentlich abstimmen. Ja, meine Damen und Herren, zwei völlig unterschiedliche Anträge aus zwei Oppositionsfraktionen stehen jetzt hier auf dem Plan zur Asyl- und Migrationspolitik. Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wurden im vergangenen Jahr 218.000 Asylanträge in Deutschland gestellt. Im ersten Quartal dieses Jahres sind es schon 81.000. Das sind 83% mehr als im Vorjahr zu dem Zeitpunkt. Und viele Länder und vor allen Dingen die Kommunen stoßen mittlerweile wieder an ihre Kapazitätsgrenzen. Die Oppositionsfraktionen dringen hier auf verschiedene Änderungen. Und darum geht es jetzt sicherlich bei Andrea Lindholz, die zunächst für die CDU/CSU sprechen wird. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Unsere Kommunen befinden sich spätestens seit Herbst in einer erneuten schweren Migrationskrise. Allein in den vergangenen Monaten kamen fast 200.000 Asylbewerber nach Deutschland, und seit Beginn des Ukraine-Krieges haben wir rund 1 Million ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Das war und das ist eine herausragende humanitäre Leistung unserer Kommunen. Und ich möchte heute allen Verantwortlichen und allen Helfern vor Ort den größten Dank und Respekt aussprechen. Und gerade weil wir in Deutschland auch in Zukunft tatsächlich schutzbedürftigen Menschen helfen wollen, ist unser Antrag heute so wichtig. Denn unsere Kommunen sind längst am Limit. Es fehlt am Wohnraum, an Kitaplätzen, an Ärzten und an vielen mehr. Und in dieser Lage hätten die Bürgermeister und Landräte in Deutschland eine Bundesregierung bitter nötig, die aus Respekt vor ihrer Leistung und der Lage vor Ort pragmatisch handelt. Aber das Agieren der aktuellen Bundesregierung ist von zwei Dingen geprägt, von Realitätsverweigerung und Respektlosigkeit. Und ich gebe Ihnen drei Beispiele für die Realitätsverweigerung dieser Regierung. Im Oktober letzten Jahres bietet Frau Bundesinnenministerin Faeser den Ländern gerade einmal 4.000 weitere Unterbringungsplätze des Bundes an. In dieser Zeit kommen genauso viele Asylbewerber jede Woche nach Deutschland. Im November bestreitet Frau Faeser die große Migrationskrise in unserem Land. Und im Februar diesen Jahres behauptet sie, Flüchtlinge seien für den Wohnungsmarkt kein Problem. Wenn das keine Realitätsverweigerung ist. Und ich nenne Ihnen auch drei Beispiele für die Respektlosigkeit dieser Regierung. Diese Regierung hat keinen Respekt vor den Ländern und Kommunen. Seit einem Dreivierteljahr wiegeln Bundeskanzler Scholz und Frau Faeser die Forderung der Kommunen nach mehr Geld und mehr Unterstützung ab. Und den Gipfel setzt Frau Faeser noch im April obendrauf. Sie kritisiert die Kommunen für ihre finanziellen Forderungen. Diese Bundesregierung hat keinen Respekt vor den Verantwortlichen und den Helfern vor Ort. Nach dem zweiten Flüchtlingsgipfel im Februar wurden 4 Arbeitskreise eingesetzt, und die haben tatsächlich gearbeitet. Die haben nämlich Handlungsempfehlungen gegeben, wie man besser bei der Unterbringung, bei den Finanzen vorankommen kann. Sie haben klar eine Forderung nach einer Beschränkung der irregulären Migration und verstärkte Rückführungen gefordert. Dieser Bericht liegt seit einer Woche vor, und was ist passiert? Zum einen nichts, und zum anderen hat dieser Bericht das Licht der Öffentlichkeit bis jetzt nicht erblickt. Und schließlich hat diese Bundesregierung auch keinen Respekt vor der Öffentlichkeit. Und das betrifft besonders die SPD. Denn Frau Faeser und Vertreter der SPD behaupten doch allen Ernstes, aktuell kämen 8 von 10 Migranten aus der Ukraine. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist schlicht und ergreifend falsch. Wir haben das getan, was der Bundeskanzler und diese Regierung längst hätte tun müssen. Wir haben zu einem Kommunalgipfel hier nach Berlin eingeladen Ende März. Wir haben uns parteiübergreifend mit Vertreterinnen und Vertretern
der Kommunen unterhalten. Wir haben mit ihnen über die Realität gesprochen und wir haben ihnen damit auch Respekt gezollt. Und aus diesem Treffen ist unser heutiger Antrag entstanden. Und wir fordern ganz klar als kurzfristige Maßnahmen eine stärkere Unterstützung der Kommunen bei den Finanzen, eine stärkere Unterstützung bei der Unterbringung, eine bessere Unterstützung des Ehrenamtes, eine rasche und spürbare Reduzierung der irregulären Migration. Wir fordern endlich, mehr sichere Herkunftsstaaten auszuweisen, als Stoppsignal zum Beispiel an die Maghreb-Staaten. Wir fordern den sofortigen Stopp freiwilliger Aufnahmeprogramme, zum Beispiel des immer noch laufenden Aufnahmeprogramms Afghanistan. Und wir fordern notifizierte, europäisch notifizierte, lageangepasste und punktuelle Grenzkontrollen an der deutschen Grenze. Und wir brauchen auch mittel- und langfristige Entlastung. Dazu gehört das gemeinsame europäische Asylsystem, das auch Deutschland nützt. Und dazu gehört es, dass die Sozialstandards in der Europäischen Union für Asylbewerber endlich angeglichen werden und dass nur dort Leistungen bezogen werden, wo die Länder auch zuständig sind. Und ich will Ihnen noch etwas sagen, was die Kommunen parteiübergreifend uns ganz klar mitgegeben haben. Wir sollen auch an mancher Stelle zurückkehren zu Sachleistungen. Und das empfehle ich uns an dieser Stelle ganz deutlich, auch wenn das manchmal mit mehr Aufwand verbunden ist. Auch das ist ein Signal in die Herkunftsländer. Wir fordern, dass die Bundesregierung und die SPD vor allen Dingen endlich ihre Realitätsverweigerung und Respektlosigkeit ablegt, die Kommunen unterstützt. Und Sie alle haben die Möglichkeit, unserem Antrag heute zuzustimmen. Das wäre eine echte Unterstützung und eine echte Unterstützung auch für die Kommunen. Vielen Dank. Andrea Lindholz, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende für den Bereich, hat hier noch einmal den Antrag der CDU-CSU quasi umrissen. Darin fordert die Union, die Kommunen dauerhaft finanziell zu unterstützen, irreguläre Migration Einhalt zu gebieten und weitere Staaten wie die Maghreb-Staaten und Georgien als asylrechtlich sichere Herkunftsstaaten einzuschätzen. Gülizan Yüksel jetzt für die SPD. Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen hat, dass wir Menschen aus anderen Ländern der Welt Asyl gewähren, wenn sie vor Krieg und Gewalt fliehen, ist ein großer Akt der Menschlichkeit. Viele Menschen helfen, diesen Kraftakt zu stemmen, ob als Ehrenamtliche oder als Hauptamtliche. All diesen Helferinnen und Helfern möchte ich Danke sagen. Danke für so viel Hilfsbereitschaft und Engagement. Sie zeigen die Nächstenliebe, die die Union in ihrem vorliegenden Antrag nur zur Schau stellt. Wie können Sie sich auf Nächstenliebe berufen, liebe Union, während Ihr Ministerpräsident und stellvertretender Bundesvorsitzender Michael Kretschmer sogar das Aufnahmeprogramm von afghanischen Ortskräften infrage stellt. Als Mitglied im Untersuchungsausschuss Afghanistan darf ich Sie daran erinnern, afghanische Ortskräfte haben oft und über viele Jahre mit und für die Bundeswehr gearbeitet. Wegen dieses Engagements sind sie in großer Gefahr. Sie zu schützen, ist unsere moralische Verpflichtung. Solche Forderungen der Union lehnen wir ab. Stattdessen arbeiten wir an konkreten Lösungen. Wir haben bereits Maßnahmen umgesetzt, um die Fluchtmigration nach Deutschland zu stärken und zu ordnen. Dazu zählen nicht nur die vorübergehenden Grenzkontrollen. Wir haben erstmals einen Sonderbevollmächtigten für Migrationsabkommen eingesetzt. Er wird dafür sorgen, dass Herkunftsländer ihre Landsleute ohne Asylanspruch wieder aufnehmen. Wir beschleunigen die Asylverfahren. Schon im vergangenen Jahr konnte das BAMF die Zahl der Asylentscheidungen deutlich steigern. Und seit diesem Jahr sorgen wir mit einem Gesetz zudem für weniger Bürokratie und schnellere Entscheidungen. Und in der EU drängt unsere Innenministerin, anders als ihr Unionsvorgänger, entschlossen auf ein gemeinsames europäisches Asylsystem mit einheitlichen Standards und solidarischer Verteilung. Sie sehen, nach Jahren der Unionsblockaden schaffen wir endlich Lösungen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, gerade die Städte und Gemeinden leisten Großartiges, um Geflüchtete aufzunehmen, zu versorgen und unterzubringen. Sie tragen so die große Hauptlast dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe.
Deshalb lassen wir die Kommunen nicht alleine. So hat der Bund im vergangenen Jahr 4,4 Milliarden Euro bereitgestellt und weitere 2,75 Milliarden Euro für dieses Jahr. Die Kommunen erwarten zu Recht, dass die Länder diese Bundesmittel auch vollständig weiterleiten. Das Geld muss endlich vor Ort ankommen. Der Bund entlastet die Länder und Kommunen auch in einem weiteren Punkt. Geflüchtete aus der Ukraine können nämlich Leistungen der Grundsicherung erhalten. Das sind Kosten, die weit überwiegend vom Bund getragen werden. Doch damit nicht genug. Als Bund wollen wir weiter unterstützen. Deshalb arbeiten wir konkret an einer Altschuldenlösung für die Kommunen. Auch in meinem Heimatland Nordrhein-Westfalen sind viele verschuldete Städte vom Strukturwandel betroffen. Sie können sie nicht aus eigener Kraft aus den Altschulden befreien. Sie brauchen gerade in der aktuellen Lage die besondere Unterstützung von Bund und Ländern. Liebe Union, hier können Sie zeigen, ob Sie die notwendige Grundgesetzänderung mittragen, um so den belasteten Kommunen zu helfen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir schaffen gute Regeln zur Steuerung der Migration. Wir lassen Städte und Gemeinden nicht allein. Seit dem letzten Flüchtlingsgipfel arbeiten Bund, Länder und Kommunen noch enger zusammen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat schon frühzeitig weitere Gespräche mit den Ländern angekündigt und nun für den 10. Mai zur Sonderministerpräsidentenkonferenz eingeladen. Auf diese verlässliche und enge Zusammenarbeit kommt es an. Denn nur gemeinsam können wir den humanitären Kraftakt meistern. Vielen Dank. Weil das Frau Yüksel gerade angesprochen hat, in dem Antrag der Union wird nicht die Aufnahme von ehemaligen Bundeswehrhelfern aus Afghanistan kritisiert, sondern das freiwillige Aufnahmeprogramm, was es nämlich auch gibt, wo NGOs in Afghanistan festlegen, wer nach Deutschland kommen soll und wer nicht. Bernd Baumann jetzt für die AfD, der parlamentarische Geschäftsführer. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, eine wichtige, elementare Ebene der deutschen Politik rebelliert. In einer Macht und Schärfe, wie es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie da war. Es sind die Chefs unserer über 10.000 Städte, Gemeinden und Landkreise in Deutschland, die sich verbünden, die täglich große Verantwortung tragen. Sie sind es, die überall vor Ort die konkrete Politik machen. Sie sind am direktesten mit der Realität konfrontiert. Sie sehen am unmittelbarsten, wo die Probleme liegen. Und sie kriegen hautnah mit, welche Politik gut ist und welche schlecht. Und die jetzige Migrationspolitik halten sie für katastrophal, meine Damen und Herren. Kommunalpolitiker handeln weniger ideologisch, sind näher am Bürger. Wie sagte selbst ein grüner Landrat jetzt im ZDF wörtlich, wir müssen Kontrolle darüber haben, wer zu uns kommt. Er sagt weiter, der Grüne, Ausgangspunkt meiner Arbeit ist nicht die Partei, ist nicht die grüne Blase. Und wenn am Ende Grenzzäune notwendig sind, dann sei das für ihn auch okay. Daher ist es richtig, dass Spitzenvertreter unserer gut 10.000 Kommunen jetzt ein sofortiges Maßnahmenpaket verlangen. Sie fordern effektive Sicherung der EU-Außengrenzen gegen den illegalen Ansturm aus Orient und Afrika von Migranten, die hier überhaupt keine Schutzberechtigung haben. Sie fordern, wenn das nicht funktioniert, sofortige Kontrollen an unseren deutschen Landesgrenzen. Meine Damen und Herren, das hat bisher nur die AfD gefordert. Wir haben Recht behalten. Die Politiker vor Ort bestätigen uns. Aber die fordern ja noch mehr: Einreiseverweigerung, Zurückweisung an den deutschen Grenzen, sogar das Auslesen von Handydaten, um Herkunftstäuscher zu überführen. So sieht moderne Migrationspolitik aus. Länder wie Dänemark und Schweden machen das längst vor. In Deutschland fordert das nur die AfD, und das seit Jahren, und jetzt auch noch die Landräte und Bürgermeister. Richtig so, meine Damen und Herren. Denn mittlerweile weiß auch der Großteil der Bevölkerung, Migranten sind allzu oft keine Bereicherung und auch oft keine Fachkräfte, allzu oft, sondern oft eine schwere Belastung für die gesamte Gesellschaft, meine Damen und Herren. All das zeigt, wir sind die einzigen Verbündeten der wackeren Kommunalpolitiker, nicht Sie von der CDU mit Ihrem heutigen Antrag. Sie behaupten,
heuchlerisch, Sie würden die Forderungen der Kommunalpolitiker unterstützen. Dabei haben Sie doch 16 Jahre lang an der Regierung genau das Gegenteil getan. Sie haben Vertreter dieser Forderung auch noch als rassistisch und rechtsradikal gebrandmarkt. Und wenn CDU-Landräte jetzt Politik für die Bürger vor Ort machen wollen, geht das eben nur mit den demokratisch gewählten Volksvertretern vor Ort, die ihre Forderung auch unterstützen. Das geht also nur mit der AfD, meine Damen und Herren. Deshalb wollen immer mehr Landräte und Bürgermeister mit der AfD zusammenarbeiten, aber sofort fallen ihnen CDU-Funktionäre in den Rücken. Friedrich Merz will lieber rein parteitaktisch Brandmauern einziehen. Er will lieber den Grünen gefallen. Und so kriegen die Landräte und das Volk vor Ort, wie Martin Luther sagen würde, aufs Maul gehauen, wenn sie diese Beschlüsse umsetzen wollen. Das beweist, dass die CDU die Hilferufe der Kommunalpolitiker nicht hört. Die sind ihnen in Wahrheit völlig egal. Meine Damen und Herren, es gibt Mehrheiten für eine vernünftige Migrationspolitik, und die Brandmauern werden fallen. Zuerst auf kommunaler Ebene, dann in den Ländern, wie gestern in Berlin und demnächst auch im Bund. Die nächste Rednerin hier in der Debatte kommt von den Bündnisgrünen, Phyllis Polath, heute Morgen noch im Phoenix-Interview. Sie ist eine der parlamentarischen Geschäftsführerinnen der Bündnisgrünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, dieser Antrag der Union scheint etwas gerade rücken zu wollen. Sie beginnen mit einem Bekenntnis zum christlichen Menschenbild, der Mitmenschlichkeit, der Nächstenliebe. Als wenn Sie ein Zeugnis ablegen wollten. Vor der spaltenden Rhetorik, die dann folgt, meine Damen und Herren. Uneingeschränkt für das Flüchtlingsrecht einzutreten, heißt nicht zu trennen. Das Flüchtlingsrecht muss für alle Geflüchteten gleichermaßen gelten, Herr Hoffmann, unabhängig von der Herkunft, hier und an den Außengrenzen. Meine Damen und Herren, ich frage die KollegInnen, ist es mitmenschlich, Aufnahmeprogramme zu beenden und damit vor allem den besonders schutzbedürftigen, bedrohten JournalistInnen, AnwältInnen, Menschenrechtsaktivisten aus Afghanistan den sicheren Zugang zu uns zu verweigern? Nein, das ist nicht mitmenschlich. Meine Damen und Herren, eine Abschottungsstrategie ist keine Lösung. Sie nimmt lebensbedrohliche Situationen von Menschen billigend in Kauf. Und die Diffamierung und Stigmatisierung von Schutzbedürftigen hat nichts mit Humanität zu tun. Das ist unverantwortliche Politik, Politik, die spaltet, wo sie integrieren sollte. Diese Koalition setzt sich deshalb für sichere Fluchtrouten und für humanitäre Aufnahmeprogramme ein, von denen vor allem die schutzbedürftigen Gruppen profitieren. Und meine Damen und Herren, wenn der Präsident der Diakonie Sachsen die Forderung nach eines Aufnahmestopps für afghanische Ortskräfte Ihres Parteifreundes und Ministerpräsidenten Kretschmer als unethisch bezeichnet, dann hat er einfach recht. Meine Damen und Herren, ist es mitmenschlich, Menschen in sogenannten zentralen Ankerzentren teilweise über Jahre zu isolieren? Nein, das ist es nicht. Mit der Rückkehr zu Ihrer Forderung nach den gescheiterten Ankerzentren greift die Union in die flüchtlingspolitische Mottenkiste. Und deshalb ist es richtig, dass diese Koalition diesen bayerischen Rohrkrepierer beendet hat. Meine Damen und Herren, das Ziel, Ihre Ankerzentren, Asylverfahren zu beschleunigen und den Betroffenen schneller Gewissheit über den Flüchtlingsschutz zu ermöglichen, wurde eben nicht erreicht. Im Gegenteil, für den Großteil der Geflüchteten hat sich die Verweildauer in diesen Großunterkünften deutlich verlängert. Und nur um einmal eine Zahl zu nennen, im Jahr 2022 lag die Bearbeitungsdauer bis zu einer behördlichen Entscheidung in Ankerzentren, vor allem in Bayern, deutlich über dem Durchschnitt mit 8,2 Monaten im Vergleich zu allen anderen Einrichtungen. Wer die Effizienz und damit notwendigerweise die Qualität der Asylverfahren steigern möchte,
sorgt dafür, dass die Menschen vorher gut informiert sind über ihre Rechte. Und die kürzlich eingeführte unabhängige Asylverfahrensberatung wird hierzu sicherlich ihren Beitrag leisten, meine Damen und Herren. Wer bei Familienangehörigen oder Freunden unterkommen darf, wird mit diesen furchtbaren traumatischen Ereignissen und der Trennung von Vätern, Brüdern und PartnerInnen leichter fertig als in einer zentralen Unterkunft. Dies gilt insbesondere für Kinder. Da sollten wir uns doch eigentlich alle einig sein. Deshalb sind wir für die Streichung der Wohnsitzauflage, die das genau verhindert. Und das wird ja auch jetzt durch das BMI geprüft, auf Vorschlag eines Arbeitsclusters beim Flüchtlingsgipfel. Vielen Dank dafür, Frau Ministerin. Wer einen uneingeschränkten Krankenversicherungsschutz erhält, kann auch eine psychologische Versorgung in Anspruch nehmen. Wer den Zugang zu Integrationssprachkursen von Anfang an bekommt, kann die Sprache schneller erlernen. Wer keinem Arbeitsverbot unterliegt, kann sein Leben selbstbestimmt gestalten und unserer Gesellschaft etwas zurückgeben. Meine Damen und Herren, das ist unsere Antwort, unser Auftrag und unser Anspruch. Mit dem Flüchtlingsgipfel Frau Pullert, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung vom Kollegen Hoffmann? Nein. Mit dem Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt wurde die Notwendigkeit dieser Integrationsoffensive für Geflüchtete zwar hervorgehoben. Ein gesamtstaatliches Bekenntnis, das für alle Geflüchteten gleichermaßen gilt, fehlt allerdings bisher. Im Gegenteil, im Moment wird denjenigen Raum gegeben, die von Begrenzung und Obergrenzen sprechen, von Abschiebung, von Perspektiven, von Missbrauch statt vom Miteinander. Deshalb bin ich den IntegrationsministerInnen der Länder dankbar, dass sie sowohl beim Flüchtlingsgipfel als auch bei ihrer Fachkonferenz in dieser Woche die Perspektive der Integration, der Chancen in den Mittelpunkt ihrer Beschlüsse gestellt haben. Die Aufnahme und Versorgung von rund 1 Million Geflüchteter aus der Ukraine zusätzlich zu Schutzsuchenden aus anderen Ländern ist unbestritten eine enorme Herausforderung. Die Kommunen leisten mit Unterstützung des Haupt- und Ehrenamtes hier wirklich eine großartige Arbeit, obwohl sie mit Pandemie und anderen Herausforderungen bereits seit 3 Jahren im Krisenmodus arbeiten. Nun gilt es, die Kommunen weiterhin finanziell zu unterstützen. Und es bedarf daher auch eines erneuten Signals des Kanzlers vor der anstehenden Ministerpräsidentenkonferenz zur angemessenen finanziellen Unterstützung der Kommunen mit dem Ziel einer fairen Kostenteilung zwischen dem Bund und den Bundesländern. Die Zusagen aus dem letzten Jahr müssen eingelöst werden. So steht es im Übrigen auch im Koalitionsvertrag. Für die Unterbringung sind die Länder zuständig, Herr Kollege Hoffmann. Das bedeutet für uns, das Angebot aber auch für Integrationskurse nicht nur weiterhin verlässlich bedarfsgerecht zu finanzieren, Frau Ministerin, sondern wir müssen die Integrationskurse und das Kurssystem entbürokratisieren. Berufsabschlüsse müssen schneller anerkannt werden. Und für den Bürokratieabbau zur Entlastung der Ausländerbehörden, Frau Lintholz, hat im Übrigen der Deutsche Städtetag gute Vorschläge beim Flüchtlingsgipfel eingebracht. Und diese werden schon jetzt von der Koalition in die laufenden Gesetzgebungsprozesse eingearbeitet. Und das wird in jedem Fall zur Entlastung beitragen. Meine Damen und Herren, wir achten die Menschenrechte und nicht zuletzt auch die Verfahrensrechte. Und liebe Kolleginnen der Union, Abschottung und Abschränkung haben nichts mit den tatsächlichen Herausforderungen bei der Aufnahme, Versorgung und Integration von Schutzsuchenden zu tun. 16 Jahre haben Sie das versucht. Das gilt auch für den Ruf nach mehr Abschiebungen. Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, sind aus den verschiedensten Gründen geduldet, weil sie sich in einer Ausbildungsduldung befinden. Wie oft muss ich Ihnen das noch sagen? Eine Rechtsänderung, die Sie mitgeschaffen haben, weil Sie von Ihren Botschaften schlichtweg keine Pässe erhalten können. Das Beispiel Eritrea. Weil es von den Bundesländern einen faktischen Stopp gibt von Abschiebung, zum Beispiel nach Syrien, nach Afghanistan und in den Iran. Und der Großteil dieser Menschen sind im Übrigen Kinder, Jugendliche und Menschen im erwerbsfähigen Alter. Diese Menschen wollen Sie abschieben? Das lehnen wir ab.
Wir brauchen darauf eine politische Antwort, die Chancen bietet und letztendlich für uns alle Perspektiven öffnet. Deshalb, meine Damen und Herren, das Chancenaufenthaltsrecht ist dafür das beste Beispiel. Und wir haben bei uns in Niedersachsen, Frau Ministerin, vor allem auch Anträge zum Chancenaufenthaltsrecht von Jesidinnen jetzt, die unter Duldung leben, die wir eben nicht abschieben wollen, wie es die Union scheinbar tun will. Meine Damen und Herren, weitere Reformen beim Spurwechsel werden folgen. Die Reform der Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung wird als nächstes angepackt. Herzlichen Dank dafür, Frau Ministerin. Viele Geflüchtete wollen arbeiten, sie dürfen es aber nicht. Deshalb werden wir auch die absurden Arbeitsverbote im Aufenthaltsrecht ohne Ausnahmen abschaffen. Lassen Sie uns gemeinsam den aktuellen Herausforderungen begegnen, gemeinsam, geschlossen und entschlossen. Mitmachen bei einer Integrationsoffensive, die nicht nur den Geflüchteten gilt, sondern uns allen, einer menschenrechtsorientierten Politik, die das Grundrecht auf Asyl nicht infrage stellt. Das ist Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Phyllis Polat, man muss aber dennoch sagen, dass man mal über Geld reden muss. 29,8 Milliarden Euro wurden veranschlagt für Flüchtlinge und flüchtlingsbezogene Ausgaben im vergangenen Jahr. Dies Jahr sollen es auch wieder 26,6 Milliarden sein. Und am 10. Mai im Kanzleramt wird sicherlich die Frage der Kosten auch eine wichtige Rolle spielen. Clara Bünger jetzt für Die Linke, die bringen ja auch einen Antrag hier ein und sagen, wie man mit den Ukraine-Flüchtlingen umgeht, sollte man mit den anderen auch umgehen. War ich ehrlich gesagt überrascht. Denn ich hatte ihn mir nach den Äußerungen von Merz, Kretschmer und Co. in den letzten Tagen noch schlimmer vorgestellt. Immerhin bekennen Sie sich zum Recht auf Asyl. Das muss man ja auch mal positiv hervorheben. Allerdings interessant ist, zu den Kommunen steht gar nicht so viel drin. Nicht? Also, der Forderungsteil hat es aber allerdings in sich. Sie fordern im Wesentlichen eine Begrenzung der Aufnahme von Geflüchteten und eine Reduktion, Zitat, irregulärer Migration. Dabei hantieren Sie mit Halbwahrheiten und Fake News. Zum Beispiel behauptet die Union wieder einmal, es würden sehr viele Menschen nach Deutschland kommen, die offensichtlich keinen Schutzanspruch hätten. Das ist falsch. Das ist einfach falsch, weil die bereinigte Schutzquote des BAMF erreichte letztes Jahr sogar einen Rekordwert von über 70%. Und was soll eigentlich irreguläre Migration bedeuten? Alle Asylsuchenden müssen doch zunächst irregulär einreisen, weil es keine legalen Fluchtwege gibt. Sie dürfen dafür aber nicht kriminalisiert werden. Und das steht auch ganz klar in der Genfer Flüchtlingskonvention. Das haben Sie wohl vergessen. Ein Großteil von Ihnen bekommt dann auch Schutz am Ende. Ja? Wenn Sie davon sprechen, irreguläre Migration reduzieren zu wollen, meinen Sie doch eigentlich Obergrenzen für Asylsuchende. Und das ist nicht nur unmenschlich, sondern auch rechtswidrig. Die Union instrumentalisiert. Ich höre Ihnen nicht nur zu, ich lese auch Ihre Anträge. Und da steht ziemlich viel von Abschottung drin. Die Union instrumentalisiert die tatsächlichen Probleme von Kommunen, um mehr Abschiebung und eine weitere Abriegelung der Grenzen voranzutreiben. Diese rechte Stimmungsmache auf dem Rücken der Schutzsuchenden ist nicht nur auf ganz unterster Stufe, sondern hilft auch keiner einzigen Kommune. Wir, die Linke, fordert, dass alle Kosten vollumfänglich vom Bund erstattet werden sollen. Und schlimm ist, besonders schlimm ist, dass vieles von dem, was die Union fordert, schon längst Wirklichkeit ist oder bald Realität werden könnte. Und ohne uns Linke würden wir über diese Realität gar nicht sprechen. Sie von der Union fordern verpflichtende Grenzverfahren an der Außengrenze, aber das passiert doch schon. Genau das ist Gegenstand der Reformvorschläge für das Asylsystem auf EU-Ebene. Und SPD, Grüne und FDP tragen das mit, obwohl damit die massenhafte Inhaftierung von Schutzsuchenden droht. Oder die Fiktion der Nichteinreise, bei dem Menschen als juristisch gar nicht eingereist gelten, klingt wie eine Horrorshow, der Entrechtung ist aber Realität. Oder die Forderung nach einem Stopp des Aufnahmeprogramms, Frau Lindholz. Faktisch hat die Bundesregierung doch die Visaerteilung an gefährdete Afghanen längst ausgesetzt. Über die Realität sollten wir doch mal sprechen. Die Form der Abschreckungspolitik hat noch nie dazu geführt, dass Menschen sich weniger auf den Weg machen. Denn Menschen fliehen nicht wegen Anreizen, sondern weil Kriege
repressive Regime die Folgen des Klimawandels sie doch dazu zwingen. Niemand verlässt sein Zuhause freiwillig. Und in unserem Antrag machen wir Vorschläge für eine echte menschenrechtebasierte Neuausrichtung der Asylpolitik, also eigentlich den gepredigten Paradigmenwechsel. Als Vorbild dienen doch die Erfahrungen der Aufnahme der Ukraine-Geflüchtete. Die Ukrainerinnen kamen sofort Zugang zum Arbeitsmarkt, zu Sprachkursen. Sie durften bei Angehörigen unterkommen. Das muss doch für alle Geflüchteten gelten. Bund, Länder und Kommunen müssen sich darauf einstellen, dass dauerhaft Asylsuchende nach Deutschland kommen. Auch das gehört zur Realität. Denn Flucht ist eine Realität, die nicht einfach verschwinden wird. Anstatt in regelmäßigen Abständen Krisengipfel zu veranstalten, sollten und ungeordnete Notlösungen zu beschließen, muss langfristig in kommunale Infrastruktur und Integration investiert werden. Und der Bund muss die direkten und indirekten Kosten für diese Aufnahme von Geflüchteten übernehmen. Da passiert aus unserer Sicht noch viel zu wenig. Vielen Dank. 3,1 Millionen Flüchtlinge leben im Moment in Deutschland, darunter auch die gut 1 Million Flüchtlinge aus der Ukraine. Andere, ein großer Anteil, sind geduldet. Das alles kostet viel Geld, aber Die Linke hat die Lösung. Alle Kosten erstattet der Bund. Clara Bünger jetzt hat gesprochen und Stefan Thomé ist jetzt der Redner für die FDP als nächster hier im Parlament. Meine Damen und Herren, die Migrationsdebatte wird bei uns in Deutschland leider sehr, sehr polarisiert, oft polarisierend geführt, manchmal sehr reflexhaft, leider manchmal auch mit einem sehr giftigen Ton in der Stimme. Ich will der Union nicht vorwerfen, dass sie die Polarisierung jetzt zum Ziel der Debatte haben. Man muss es immer im Kopf haben. Ich finde es auch gut, dass Sie darauf hinweisen, wir sollten pragmatisch, sagt Frau Lindholz, pragmatisch, voller Respekt die Debatte führen. Aber ich will Ihnen auch sagen, ich fand jetzt diese doch etwas sehr pauschalen Schuldzuweisungen an die Regierung. Man nehme die Kommunen nicht ernst, der Bund tue nichts, man gibt kein Geld an die Kommunen. Ich finde das sehr pauschal, reflexhaft und auch nicht zutreffend. Wenn man sich mal anschaut, ja, Sie hatten Ihren Gipfel mit den Landräten im März, aber auch die Innenministerin hat am 16. Februar erstmals mit Ländern und Gemeinden mit den kommunalen Verbänden einen Gipfel durchgeführt. Das ist doch genau das, was sie eigentlich wollen. Und das ist das, was auch richtig ist, dass wir zusammen mit den Kommunen auch gemeinsam auf Dauer diskutieren, welche Plattformen, welche Gesprächsebenen notwendig sind, um die kommunalen Belange einfließen zu lassen. Und es geschieht ja auch. Herr Thomé, Entschuldigung, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung vom Kollegen Hoffmann? Alexander Hoffmann, CSU, Mitglied im Innenausschuss. Ich werde immer das Gleiche sagen, aber heute sage ich mal was anderes. Herr Kollege, danke, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Und keine Angst, die Frage ist diesmal eine andere. Sie haben gerade, und da waren wir jetzt alle überrascht, Sie haben gerade unseren Antrag und das, was wir heute an Problemen auch der Kommunen geschildert haben, als unzutreffend tituliert. Und uns hat es deshalb erstaunt, weil ich eigentlich schon gedacht habe, dass Sie heute mal endlich eine ganz andere Rede halten. Denn immerhin hat hier der Generalsekretär der FDP gestern gesagt, wortwörtlich, Deutschland braucht einen neuen Kurs in der Migrationspolitik. Und weiter, wir brauchen dringend eine Migrationspolitik, die im Einklang mit der Realität ist, im Interesse unseres Landes ist und die Sorgen der Bürger nicht ignoriert. Und da hatte ich mir eigentlich erhofft, dass Sie heute dazu etwas ausführen. Und vielleicht nutzen Sie die Gelegenheit, uns das mal zu erläutern. Also ich hatte die Kollegin Lindholz angesprochen, die Schuldzuweisung macht. Das war der Bezug, den ich herstellte. Aber das, was Sie meinen, ja, wir brauchen insgesamt ein Verständnis, dass wir in dieser Debatte drei einander widersprechende Dinge bestmöglich in Einklang zu bringen versuchen müssen. Ich würde es mal das magische Dreieck der Migrationspolitik nennen. Wir brauchen natürlich eine Politik, die die humanitären Verpflichtungen, völkerrechtliche, auch verfassungsrechtliche Verpflichtungen ernst nimmt und umsetzt. Das ist das eine sozusagen. Das zweite, was wir brauchen, ist eine Politik, die erkennt, dass wir volkswirtschaftliche Erfordernisse haben, die wir gestern auch hier mit einer Verbesserung des Einwanderungsgesetzes für Arbeitskräfte vorgelegt haben. Und wir brauchen zum Dritten eine Politik, die auch gesellschaftliche Akzeptanz
schafft. Und diese drei Dinge, die ungeheuer schwer in Einklang zu bringen sind, die müssen wir auch gemeinsam schaffen. Und das ist das, was unser Ziel sein muss. Das scheint sich zu widersprechen. Die einen betonen nur das eine, die anderen nur das andere. Es ist unsere Aufgabe, diese drei schwierig in Einklang zu bringenden Dinge gemeinsam zu diskutieren und in Deckung zu bringen. Das müssen wir versuchen. Das will ich jetzt auch mal weiter auszuführen versuchen. Denn es gab ja nicht nur den Gipfel am 16. Februar mit der Innenministerin. Es wird auch am 10. Mai eine MPK des Bundeskanzlers mit dem Ministerpräsidenten geben, bei der genau auch wieder diese Dinge diskutiert werden. Was die Finanzen betrifft, ein weiterer Punkt, den Sie ansprachen. In diesem Jahr werden in der Summe über 26 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt für Flüchtlingspolitik ausgegeben werden. Und zwar den ganzen Strang hindurch, begonnen bei Maßnahmen zur Fluchtursachenbekämpfung bis hin zu Integrationsmaßnahmen. Über 12 Milliarden sind für die Länder und für die Kommunen vorgesehen. Über 2 Milliarden für die Kommunen direkt, die von den Ländern durchgeleitet werden müssen. Also man kann doch nicht sagen, dass der Bund für Flüchtlingspolitik von A bis Z auch für die Kommunen kein Geld bereitstellen würde. Das ist doch nicht die Tatsache. Auch dass der Rechtskreiswechsel dazu führte, dass ukrainische Flüchtlinge aus Bundesmitteln bezahlt werden, hat die Gemeinden ungeheuer entlastet. Also auch das ist eine Maßnahme gewesen zur Entlastung der Kommunen. Oder ein anderer Punkt, den Sie auch immer sehr kritisiert haben, den Chancenaufenthalt, den wir im letzten Dezember beschlossen haben. Das ist eine pragmatische, wie von Ihnen verlangt, pragmatische Maßnahme gewesen, um einzuleiten, dass Menschen, die hier geduldet sind, die auf lange Zeit hier leben, ihren Weg finden aus dem Sozialsystem hinein in den Arbeitsmarkt, aus staatlichen Unterkünften hinein in den privaten Wohnungsmarkt. Das ist eine pragmatische Herangehensweise. Lassen Sie mich einen dritten Punkt ansprechen, der heftig diskutiert wird. Momentan verlangt der § 47 Asylgesetz, dass Personen, die im Verfahren sind, in Aufnahmeeinrichtungen leben müssen. Das ist an sich auch eine sinnvolle Maßnahme, weil dann das Verfahren dort in diesen Einrichtungen betrieben werden kann. In der Lage, in der wir jetzt aber sind, muss man sich überlegen, ob man nicht in Ausnahmesituationen wie dieser, wo 1 Million ukrainische Flüchtlinge und aus anderen Ländern zusammenkommen, nicht diese Verpflichtung jedenfalls temporär gelockert werden sollte. Es gibt auch viele Menschen aus Syrien, aus dem Irak, dem Iran, aus Afghanistan, die hier im Land bekannte, Verwandte, Freunde haben oder hätten, wo sie unterkommen können. Das kann nicht eine Dauerlösung sein. Aber für eine Lage wie jetzt, wo die Kommunen wirklich aus allen Nähten platzen, kann das mal eine Lösung sein, um jedenfalls für eine gewisse Zeit die Platznöte in den Kommunen zu lindern. Es ist aber nicht nur der Bund am Zug, muss es halt auch sagen, auch bei den Ländern. Sie sprachen das Thema Rückführungen, Abschiebungen an. Auch bei den Ländern gibt es noch Defizite, was das Thema Abschiebehaftplätze betrifft. Das sind knapp 700 Abschiebehaftplätze in Deutschland bei den Ländern bereitgestellt. Da bräuchten halt auch die Länder etwas mehr Kapazitäten, die sie selber schaffen müssen. Und weil wir Respekt vor den Kommunen angesprochen haben. Ich finde das einen sehr, sehr wichtigen Punkt, vor allem auch die Ausländerbehörden, die ja wirklich eine schwierige Aufgabe haben, in einem echten Brennpunkt, auch eine undankbare Aufgabe, weil sie es niemandem recht machen können. Auch da höre ich aus vielen Behörden, dass sich von ihren Landratsämtern, ihren Bürgermeistern oft nicht hinreichend ernst genommen fühlen. Und auch das muss man immer wieder betonen und deutlich machen. Diese Beamte und Mitarbeiter machen eine ungeheuer schwierige, komplizierte Aufgabe und bräuchten manchmal auch mehr Unterstützung aus den Behörden selber. Und das ist das, was wir leisten müssen und anerkennen müssen, dass wir eine Gesamtaufgabe zu stemmen haben. Der Bund, die Länder, die Kommunen, die Ehrenamtler zusammen. Und deswegen würde ich mir etwas weniger Schuldzuweisungen, etwas weniger Gift in der Stimme, weniger Polarisierung wünschen und mehr Einsicht, dass wir hier alle im gleichen Boot sitzen und gemeinsam diese schwierige Aufgabe stemmen müssen. Vielen Dank. Stefan Thomé, der Bund hat sich bereit erklärt, 2,82 Milliarden den Kommunen dieses Jahr zur Verfügung zu stellen. Die Länder beschweren sich zu Recht, das Geld ist noch nicht geflossen. Sie müssen in Vorleistung gehen, denn das Geld soll aus der Umsatzsteuerbeteiligung kommen und da fehlt schlicht und ergreifend
die Rechtsgrundlage. Manchmal liegt es auch an solchen Dingen. Alexander Trom jetzt, der innenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, das Ziel unseres Antrages ist, den Kommunen hier Gehör zu verschaffen. Und keine einzige Rednerin, kein einziger Redner der Ampel hat die Belange der Kommunen heute Morgen angesprochen. Wenn Sie uns nicht zuhören wollen, dann hören Sie doch auf den Präsidenten des Deutschen Landkreistages Sager, der heute Morgen in der Stuttgarter Zeitung gesagt hat, es sind Zustände, die die Stimmung kippen lassen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und er fordert weiter einen neuen Kurs der Asylpolitik der Ampel. Der Präsident des Landkreistages fordert diese. Nur die Ampel hört darauf nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind in einer schweren Migrationskrise. Dieses Jahr werden wir Minimum 300.000 Asylanträge haben ohne die Ukraine. Die Menschen kommen obendrauf, on top, auf die hohe Zahl von Aufnahmen des letzten Jahres. Und die Kommunen sind an der Belastungsgrenze angelangt. Und die erste Großstadt, Frau Kollegin Polat, hat bereits die Aufnahme verweigert. Hannover aus Ihrem Bundesland mit einem grünen Oberbürgermeister. Das ist der Beweis. Auch bei den Grünen sind die Möglichkeiten und die Kapazitäten endlich. Nur Sie hier im Berliner Raumschiff haben das offensichtlich noch nicht mitbekommen bei den Grünen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ja, die Frau Faeser hat im Februar zu einem Flüchtlingsgipfel eingeladen. Und das einzige Ergebnis war, dass man Arbeitskreise gegründet hat. Und oh Wunder, die Arbeitskreise haben Ergebnis geliefert. Die Kommunen und die Länder haben Forderungen an die Bundesregierung gestellt. Dieselbe Forderung. Ändern Sie Ihre Linie in der Migrationspolitik. Sie fordern, dass Sie die Beschränkung der Wohnsitzauflagen, die Sie vor kurzem beschlossen haben, wieder zurücknehmen. Sie fordern mehr Bundesliegenschaften, weil die Sie bisher geliefert haben, siehe Baden-Württemberg, nicht geeignet sind für die Unterbringung. Sie fordern kurzfristige Grenzschutzmaßnahmen an der EU-Außengrenze. Und wenn dies nicht möglich ist, was wohl absehbar ist kurzfristig, dann auch Binnengrenzkontrollen. Sie fordern sichere Herkunftsländer. Sie führen endlich eine Rückführungsoffensive. Und Sie fordern den Visahebel. Ja, und Frau Kollegin Polat und Herr Thome, Sie fordern auch, Ankerzentren wieder einzuführen, die Sie abgeschafft haben. Und Sie fordern genau das Gegenteil von dem, was Sie gerade gesagt haben in Bezug auf § 47 Asylgesetz. Sie fordern, dass die Menschen, die Flüchtlinge, so lange in Ankerzentren und Erstaufnahmeeinrichtungen bleiben, bis geklärt ist, ob sie eine Bleibeperspektive haben. Und Sie wollen sie vorher verteilen. Das ist genau das Gegenteil dessen, was die Kommunen fordern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das gesamte Ergebnisprotokoll, Frau Ministerin Faeser, ich kann es nicht anders sagen, ist eine schallende Ohrfeige der Länder und der Kommunen für die Asylpolitik der Ampel und von Ihnen. Und Sie haben vorletzte Woche die Grenzkontrollen zu Österreich richtigerweise verlängert. Die Frage ist nur, was der Unterschied von Österreich zu Tschechien, zur Schweiz oder seit Neuestem auch zu Polen ist. In einer Einzelanfrage wurden mir diese Woche die Zahlen für die illegalen Grenzübertritte genannt. Sie haben ja der Bundespolizei verboten, diese monatlich zu berichten. Also muss man nachfragen. In Polen plus 90% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In der Schweiz oder zur Schweiz plus 290% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Und deswegen meine Frage an die Ampel, an Sie, Frau Ministerin, was ist das sachliche Argument, dass Sie richtigerweise zu Österreich die Grenzkontrollen verlängern, aber dieses nicht bei den teilweise höher belasteten Grenzen, insbesondere auch bei Polen, wo momentan höhere Zahlen feststehen, ebenfalls tun? Hier müssen Sie handeln. Hören Sie auf die Kommunen. Das ist das Mindeste, was die hochbelasteten Kommunen verlangen können. Herzlichen Dank. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion war das, Alexander Trom. Es antwortet der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Sebastian Hartmann. Nächster Redner ist der Kollege Sebastian Hartmann, SPD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Union hat einen Antrag auf die Tagesordnung gesetzt und suggeriert, sie würde sich um die Belange der Kommunen sorgen. Und meine Damen und Herren, es gehört eine gewisse Portion Unverfrorenheit und Geschichtsvergessenheit hinzu, eine solche Debatte hier anzustoßen, wenn die Union angesichts 16 Jahre lang schwarz geführter Innenpolitik genau für diese Lage hier verantwortlich ist. Und das, meine Damen und Herren, ist eine Dreistigkeit sondergleichen. Denn es suggeriert, dass in diesem Antrag außer Problembeschreibung, Ressentiments und Spaltung irgendein Ansatz von Lösung enthalten ist. Ich sage Ihnen, Sie brauchen den Antrag nicht lesen. Die Union hat nichts Konstruktives zu dieser Debatte beizutragen. Sie nehmen im Übrigen einen sehr selektiven Blick der Realität vor. Sie blenden aus, dass wir in den vergangenen Jahren, und offensichtlich wollen Sie mit der Politik von Merkel und Seehofer abrechnen, dass wir in der Vergangenheit auch eine Sache geschafft haben, die Sie heute nicht mehr tun wollen. Es gibt eine Verantwortungsgemeinschaft von Bund und Ländern den Kommunen gegenüber. Das wollen Sie heute aber nicht mehr wissen. Und die Forderungen, die Sie an den Bund richten, richten Sie in Wahrheit an schwarz geführte Länder, die ihrer Verantwortung nicht nachkommen. Erstens sind die Länder für das Aufenthaltsrecht und den Vollzug und damit auch Rückführungen zuständig. Das richtet sich als Kritik an Ihre Länder, und der Bund unterstützt hier. Zweitens ist es so, dass die Länder unterstützt werden durch den Bund über den Weg der Umsatzsteueranteile bei der Wohnraumförderung und auch Übernahme der SGB-II-Kosten bei Geflüchteten der Ukraine. Alles das vergessen Sie. Der Bund kommt seiner Verantwortung nach, meine Damen und Herren. Und Frau Lindholz, wenn Sie schon über die Innenpolitik in Deutschland sprechen, dann sage ich Ihnen, Horst Seehofer war immer auf Tauchstation. Wir mussten ihn als Sozialdemokratie dazu zwingen, überhaupt mit den Kommunen zu reden. Das hat nämlich in der Vergangenheit nicht stattgefunden. Und Horst Seehofer ist niemals nach Brüssel gefahren. Er hat sich zu seinen Staatssekretären vertreten lassen, während Nancy Faeser als erste Innenministerin. Die Fakten tun weh, meine Damen und Herren von der Union. Aber Sie können eine solche Debatte nicht anstoßen und sie faktenfrei führen. Sie müssen sich das vorhalten lassen, meine Damen und Herren. Es ist Versagen der Unionsinnenpolitik und es war Traumabewältigung, was Sie hier machen. Aber wir arbeiten dran. Wir lösen das pragmatisch und wir spielen Länder, Kommunen und Bund nicht gegeneinander aus, weil wir in einer internationalen Krise sind, die Putin verursacht hat. Kommen Sie Ihrer Verantwortung als Opposition nach und hören Sie mit diesem Murks auf. Und in den Zuständigkeitengefüge, wenn wir schon darüber reden, es ist eine Unverschämtheit, dass Länder die Mittel, die der Bund ihnen zur Verfügung stellt, um die Kommunen zu unterstützen, nicht eins zu eins durchleitet. Auch das sind schwarz geführte Länder. Geben Sie endlich das Geld weiter, was wir als Bund an die Kommunen geben. Und wenn Sie schon ausblenden, dass wir über 19, 20 Milliarden in den vergangenen Jahren Haushalt für Haushalt zur Verfügung gestellt haben, dann stelle ich Ihnen die Frage, warum in Ihrem Antrag kein einziger konstruktiver Lösungsvorschlag ist. Wer hat es nicht geschafft, auf europäischer Ebene für ein gemeinsames Asylsystem zu sorgen? Wer hat es nicht geschafft, dafür zu sorgen, dass Sie in der Lage sind, ein einheitliches Asylverfahren durchzuführen, dass Deutschland hier andere Staaten unterstützen muss? Es ist Ihre Verantwortung, meine Damen und Herren von der Union. Der ganze Antrag richtet sich an Sie selbst. Und die größte Unverschämtheit in dieser Geschichte ist, dass Sie dieses Machwerk an die Kommunen schicken, aber sehr selektiv, sehr. Hören Sie mal, Herr Kollege Hoffmann, ich lese Ihnen jetzt mal vor, was die Kommunen Ihrem Antrag entgegengehalten haben. Sie haben doch die Kommunen gebeten, dazu Stellung zu nehmen. Dann zitiere ich mal aus dem Freistaat Bayern. Der Oberbürgermeister von Erlangen schreibt, anstatt auf Ihren Antrag hin, anstatt für Gemeinsamkeit und Solidarität einzustehen, schürt die Kampagne Angst und Ressentiments. Sie propagiert Spaltung und Ausgrenzung, wo Einigkeit und Zusammenarbeit notwendig wäre. Und sie schließt mit den Worten, nicht in meinem Namen. Hören Sie auf, die Kommunen zu missbrauchen. Hören Sie auf, die Kommunen zu missbrauchen. Hören Sie auf, die Vergangenheit zu verklären. Sie haben die Lage herbeigeführt. Wir haben 300.000 geduldete Menschen in diesem Land mit Dauerduldung. Wir mussten ein Chancenaufenthaltsrecht einführen, damit endlich hier wieder Ordnung hinkommt. Und wenn Sie über Asyl und Erwerbsmigration sprechen, dann ist es unverfroren, dass die Union, die diese Lage verursacht hat, nun versucht, die Kommunen zu missbrauchen. Dass Sie sich nicht schämen, ist die eigentliche Dreistigkeit in dieser Debatte. Und daher möchte ich die letzten Sekunden darauf verwenden,
mich bei den Kommunen, bei den Städten und Gemeinden, bei den Landkreisen zu bedanken und für diese Debatte von der Union zu entschuldigen. Wir unterstützen Sie, wir wollen pragmatische Lösungen und wir werden das Spiel der Vergangenheit nicht noch mal führen, dass wir die Ebenen gegeneinander ausspielen. Bund und Länder haben eine Verantwortungsgemeinschaft, das hat die Ampel erkannt. Wir handeln, der Rest hat es nicht getan. Der Oberbürgermeister der Stadt Erlangen heißt Florian Josef Jannik, ist dort seit 2014 Oberbürgermeister und oh Wunder, er ist natürlich SPD-Mitglied. Nächste Rednerin hier in der Debatte, Caroline Bachmann von der AfD. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Glück auf an die Besuchergruppe aus dem Erzgebirge. Liebe Linke, um es vorwegzunehmen, Ihr Antrag ist ein einziges Bekenntnis zur Abschaffung Deutschlands und deswegen werden wir den ablehnen. Und sehr geehrte Vertreter der Union, Ihr Antrag ist an den Stellen sehr stark, wo Sie die Forderungen der AfD übernommen haben. Ansonsten ist der Antrag, wie schon Ihr Kommunalgipfel, leider eine verpasste Gelegenheit, Politik für die Einheimischen zu machen. Die Kommunen fordern ganz deutlich eine Kehrtwende in der Migrationspolitik. Sie hätten die Gelegenheit, den Wunsch der Kommunen in den Bundestag zu tragen. Stattdessen verlassen Sie sich weitgehend auf den Grenzschutz in der EU und die Verteilung von Flüchtlingen in Europa. Sie hätten dem eigenen Volk eine Perspektive bieten können. Sie hätten angesichts der strukturellen Überlastung Deutschlands den sofortigen Stopp der illegalen Massenmigration fordern können. Stattdessen wollen Sie etwas begrenzen und etwas reduzieren. Liebe Union, Sie wissen es doch selbst, das ist nicht genug. Sie hätten falsche Anreize für Fluchtzuwanderungen vollständig benennen und sich dagegen richten können. Stattdessen forcieren Sie den schnelleren Ausbau von Unterkünften, Schulen und Kitas für Migranten. In Ihrem Positionspapier fordern Sie dann sogar noch eine neue Bundesagentur und nennen sie für Einwanderung. Deutschland ist für Sie, genau wie für Sie hier von der Ampel, nicht mehr das Land der Deutschen, sondern nur noch ein Bundesauffangbecken für die ganze Welt. Ihr Antrag wird nicht dem grundsätzlichen Problem gerecht werden. Nach wie vor strömen Millionen von Menschen aus aller Welt unkontrolliert nach Deutschland ein. Letztes Jahr waren es beinahe 1,5 Millionen Menschen. Das entspricht der Bevölkerungszahl von München, der drittgrößten Zahl Deutschlands, Stadt Deutschlands. Insgesamt leben in Deutschland beinahe 13,5 Millionen Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft. Das entspricht der Bevölkerungszahl von Bayern, dem zweitgrößten Bundesland. Die Städte sind mittlerweile übervoll. Mittlerweile sollte Ihnen eigentlich klar sein, wo die städtische Wohnungsnot herkommt, nämlich aufgrund Ihrer ungezügelten Migration. Abschieben schafft Wohnraum. Die Lösung ist, abschieben und die Grenzen dicht zu machen. Mittlerweile ergießen sich Hunderttausende von Migranten in den ländlichen Raum. Und was ist die Lösung von Ihnen allen hier? Containerdörfer und bald vielleicht Plattenbauten für Migranten und eine eigene soziale Infrastruktur für Migranten. Das ist eine Sauerei, geht am Problem vorbei und wird die Kommunen belasten. Und das ist mit uns nicht zu machen. Sehr geehrte Vertreter der Union, während die Bundesregierung eine Migrationspolitik nach dem Motto treibt, nach mir die Sintflut, halten Sie immer noch die Schleusen offen. Sie haben eben keine eigene Lösung für das Migrationsproblem und die nachhaltige Entlastung der Kommunen. Der Antrag ist vielmehr eine Scheinlösung einer Scheinopposition, weil sie sich nicht von Merkel gelöst haben, immer noch nicht. Und das merken mittlerweile alle Bürger. Die einzige Lösung des Migrationsproblems besteht in einer konsequenten, deutschlandfreundlichen Politik. Und die bekommen die Bürger nur mit der AfD. Sagt Caroline Bachmann. Die Union legt genau wie die Linke hier einen Antrag vor. Die Union fordert unter anderem, die Kommunen dauerhaft finanziell für diese Aufgaben der Migration zu versorgen. Und der nächste Redner kommt von der Union. Er ist der kommunalpolitische Sprecher der Union und heißt André Berghegger. So, das ist richtig. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich werde mich mal der Perspektive der Kommunen im engeren Sinne widmen. Und hoffe auch, Herr Thomae, dass das nicht zu pauschal werden wird. Eine beispiellos hohe Zahl an Schutzsuchenden wurde in den letzten Monaten von den Städten, Gemeinden und Landkreisen aufgenommen. Und das in Zeiten von akutem Wohnmangel, von fehlenden Kita-Plätzen und in Zeiten eines ausgelasteten Bildungswesens. Eine enorme Herausforderung,
in dieser Situation. Unsere Kommunen, das kann man, glaube ich, gar nicht oft genug betonen, leisten dabei Herausragendes. Und deswegen an dieser Stelle großen Dank hierfür. Konkret wird jedoch das Dilemma zwischen Humanität und tatsächlichen Möglichkeiten vor Ort immer größer. Erstorientierungskurse, Sprachkurse. Integrationskurse sind überlastet oder kaum verfügbar. Der Bildungserfolg der Kinder wird gefährdet. Integration kann unter solchen Rahmenbedingungen nicht gut gelingen. Sie findet vielerorts teilweise gar nicht mehr statt. Deutschland muss sich aber auch in Zukunft auf Migrationssituationen durch Krisen einstellen. Denn die organisatorischen, finanziellen und bürokratischen Strukturen sind darauf noch nicht ausreichend vorbereitet. Zeitenwende, liebe Kolleginnen und Kollegen, bedeutet für uns auch Neuausrichtung der Migrationspolitik. Die Kommunen brauchen in dieser Situation dringend Entlastung. Sie brauchen nicht nur, aber auch eine dauerhafte, eine verlässliche und eine angemessene finanzielle Unterstützung, insbesondere durch den Bund, aber natürlich auch durch die Länder. Was heißt das? Dauerhaft, wir dürfen uns nicht jedes Mal von Flüchtlingsgipfel zu Flüchtlingsgipfel hangeln. Verlässlich bedeutet, die Bundesregierung darf nicht immer wieder nach Ausreden suchen, warum eine Unterstützung gerade nicht geht, und vor allen Dingen darf sie keine Gründe anführen, die nichts mit der aktuellen Migrationssituation zu tun haben. Denn die Migrationssituation können die Kommunen nicht beeinflussen, die Bundesregierung schon, wie wir hier gehört haben. Angemessen bedeutet eine Unterstützung, dass sie abhängig ist von den tatsächlichen Flüchtlingszahlen und an den tatsächlichen Kosten vor Ort orientiert sein muss. Und die Gelder müssen vom Bund 1:1 weitergeleitet werden. Grundlage für eine solche finanzielle Unterstützung könnte das jahrelang praktizierte, seit 2015, aus meiner Sicht bewährte, aber Ende 2021 ausgelaufene Vier-Säulen-Modell sein. Ich rufe da noch mal in Erinnerung. Es gab eine Pro-Kopf-Zahlung für jeden Monat während des Asylverfahrens von ermittelten, nicht geschätzten, 670 Euro. Es gab zweitens einen Festbetrag für unbegleitete minderjährige Asylbewerber. Die bedürfen doch der intensiven Begleitung, und diese Situation gibt es nach wie vor. Es gab eine Anerkennung der Integrationsleistung vor Ort. Die Integrationsleistung erfolgt über Jahre in unterschiedlichsten Stufen. Die war am Anfang 2 Milliarden Euro, ist dann über die Jahre abgeschmolzen worden von 700 Millionen über 500 Millionen und ist jetzt eingestellt, ist ausgelaufen. Aber die Kosten fallen doch nach wie vor an. Und wir brauchen, nicht zu guter Letzt, die vollständige Übernahme der Unterkunftskosten für anerkannte Flüchtlinge. Orientiert an den tatsächlich unterschiedlichen Kosten vor Ort, denn die variieren gewaltig, und vor allen Dingen inklusive Vorhaltekosten, dann bedarf es auch keiner, Frau Ministerin, keiner Verwunderung, warum die Kommunen jetzt aktuell nicht mehr so viel Wohnraum vorhalten können. Das hat einfach zwei Gründe. Erstens, es gab eine Zeit, da konnte Wohnraum gar nicht mehr bezahlt werden von den Kommunen. Und zweitens, der liegt jetzt schlicht und ergreifend nicht mehr vor. Diesem Problem müssen wir uns widmen. Derzeit gibt es eine Pauschale für die Kommunen von 2,75 Milliarden Euro. Für 2023. Im letzten Jahr waren es noch 3,5 Milliarden Euro für diese Kosten. Und das bei steigenden Zahlen der Asylbewerber und bei einer festen Bindung des größten Teils dieser Kosten für ukrainische Flüchtlinge. Das geht doch nicht zusammen. Das passt doch nicht. Das wird nicht aufgehen. Das weiß doch auch die Bundesregierung. Sehr geehrte Frau Ministerin, das Vier-Säulen-Modell ist eine gute Grundlage für die Ministerpräsidentenkonferenz im Mai. Insgesamt soll unser Antrag einen Beitrag dazu liefern, eine zukunftsfeste Migrationspolitik umzusetzen und der Anerkennung und Wertschätzung, nicht zuletzt der finanziellen Wertschätzung der Leistung der Kommunen. Ohne sie wird es nicht gehen. Vielen Dank fürs freundliche Zuhören. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Bergiger. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Rainer Sambit, FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich danke meinem Vorredner, dass wir die Diskussion jetzt wieder in etwas vernünftige Bahnen vielleicht führen können, weil die Auseinandersetzung über Probleme, die wir nicht schnell lösen können, ist, denke ich, in mancherlei Hinsicht nicht zielführend. Die Tatsache, dass wir, möchte ich auch vorab sagen, wir leben in einer sehr disruptiven Welt, wir leben in einer globalisierten Welt, und es ist Fakt, dass Menschen sich in Bewegung setzen, um dem Elend und der Armut zu entfliehen, und dass diese Menschen auch bei uns hier ankommen. Wie wir damit umgehen, das ist unsere Sache. Es nützt wenig,
immer nur zu adressieren, was sein müsste oder was getan werden muss. Wir sollten konkrete Schritte unternehmen, um uns auf diesem Weg hinzubewegen. Jeder von uns kennt die Situation in den Kommunen und jeder kennt die Diskussionen, mit denen wir uns damit auseinandersetzen müssen. Das Thema kenne ich genauso und das kennen wir alle. Aber wir stehen doch nicht tatenlos hier. Sie fordern maximale Dinge, die teilweise gar nicht realisierbar sind. Auf dem ersten Flüchtlingsgipfel des BMI wurden Strukturen geschaffen, die Bund, Länder und Kommunen miteinander verknüpfen. Die geschaffenen Arbeitsgruppen setzen sich intensiv mit diesen Problemen auseinander und es werden auch Fortschritte erzielt. Nur so, wir können nur durch ein gemeinsames Arbeiten einen Fortschritt erreichen und Probleme tatsächlich lösen. Darüber hinaus, das ist schon gesagt worden, der Bund fördert die Kommunen und Geflüchteten mit 12 Milliarden dieses Jahr und insgesamt im Umfang von etwa 30 Milliarden. Die Verteilung des Geldes obliegt den Kommunen und der Verantwortung der Länder. Der Rechtskreiswechsel ist angesprochen worden. Auch dort werden die Kommunen entscheidend entlastet. Auf der Suche nach neuen Unterkünften hat der Bund bereits 329 Objekte zur Verfügung gestellt. Das sind etwa knapp 70.000 Unterbringungsplätze. Mir ist wohl bewusst, dass das noch nicht genug ist, aber das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Letztes Jahr haben wir außerdem die Asylverfahren deutlich beschleunigt. Dadurch können Schutzsuchende auf der einen Seite schneller in den Wohnungsmarkt integriert werden. Das entlastet die Erstaufnahmeeinrichtungen erheblich. Auf der anderen Seite können dadurch auch Rückführungen deutlich schneller stattfinden. Sie werden jetzt sagen, die Situation ist aber trotzdem angespannt und Sie haben damit natürlich recht. Das ist uns allen bewusst. Doch die Ausgangslage lässt sich nicht nur durch kurzfristige Maßnahmen lösen. Wir müssen dafür sowohl unsere Einwanderungs-, aber auch unsere Asylpolitik ändern. Nichts anderes haben wir die ganze Zeit auch gesagt. Und nichts anderes ist das, womit wir uns auch beschäftigen. Zum einen muss ihre irreguläre Migration natürlich abnehmen. Das werden wir vor allem durch eine bessere Sicherung der EU-Außengrenzen erreichen. Im Idealfall können vielleicht Schutzsuchende oder sollen schon in ihrem Heimatland einen Asylantrag stellen können. So können wir die Behörden und Aufnahmekapazitäten in Deutschland deutlich entlasten. Auch die Rückführung abgelehnter Asylbewerber muss schneller funktionieren. Das wird von allen adressiert. Die Umsetzung dessen ist problematisch und schwierig, das wissen wir auch alle. Aber wir arbeiten daran. Zum anderen müssen wir reguläre Einwanderung besser organisieren. Wir brauchen Zuwanderung. Das möchte ich an dieser Stelle noch mal ausdrücklich sagen. Anders werden wir die Herausforderungen auf unserem Arbeitsmarkt nicht meistern. Wer illegale Einwanderung bekämpfen will, muss auch legale Zuwanderungswege schaffen. Herr Kollege, kommen Sie zum Schluss, bitte. Ich bin froh, dass wir gestern begonnen haben, über das Fachkräfteeinwanderungsrecht zu debattieren. Das ist ein echtes Projekt, was die FDP sehr stark bewegt. Herr Kollege, Sie müssen zum Schluss kommen, bitte. Ich muss zum Schluss kommen, deshalb muss ich hier etwas abkürzen. Nein, Herr Kollege, Sie müssen jetzt einfach zum Schluss kommen. Sie haben jetzt noch einen Satz, da muss ich Ihnen das Wort entziehen. Ein Satz. Wir müssen stärker die Integration in den Arbeitsmarkt fördern und stärker versuchen, die Menschen schneller in die Gesellschaft zu integrieren. Das ist mein zentrales Anliegen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Herr Kollege Semmet, ich erteile nunmehr das Wort dem fraktionslosen Abgeordneten Robert Fahle. Robert Fahle war mal in der AfD-Fraktion, ist ausgetreten und einer der fraktionslosen Abgeordneten hier im Hohen Hause. Er hat jetzt das Rederecht hier im Parlament zu diesem Thema. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die grenzenlose Einwanderungspolitik der Ampel ist gescheitert und Sie haben seit 2015 auch nichts dazu gelernt. Bei der CDU sieht man erste Ansätze,
dass man etwas dazugelernt hat. Aber jetzt kommt es darauf an, dass Sie mal sich richtig mit den Problemen beschäftigen und vor Ort diese Probleme auch mal konsequent angehen, dass unsere Grenzen geschützt werden und dass der Missbrauch in diesem Bereich auch beendet wird. Zweitens, in Deutschland fehlen 700.000 Wohnungen. Neubauprojekte werden wegen Preiserhöhungen gestiegener Bauzinsen aufs Eis gelegt. Drittens, erste Heime setzen alte, kranke und Pflegebedürftige auf die Straße, weil mit Flüchtlingen mehr Geld zu machen ist. Die Kommunen brauchen schlichtweg mehr Geld. Man muss ihnen helfen. Viertens, 10.000 Hotelzimmer sind belegt. Comfort Hotel in Weißensee, Select Hotel in Hamburg-Nord, das ehemalige Rathaus in Wilmersdorf. Alles, was ein Dach hat, wird zur Flüchtlingsunterkunft gemacht. Sogar Turnhallen werden wieder zweckentfremdet. Fünftens, die Ampel setzt immer mehr Anreize, um gering Qualifizierte anzuwerben, während qualifizierte Deutsche das Land massenhaft verlassen. Sechstens, für die Entlastung der Kommunen bei den Asylkosten wird nicht genügend Geld bereitgestellt, aber 15 Milliarden Euro, damit Selenskyj genug Munition in der nächsten Offensive hat. Siebtens, sie zerstören unsere Energieversorgung, vernichten Industriearbeitsplätze und treiben Mittelständler in Ruin. Sie enteignen Einfamilienhausbesitzer mit der Wärmewende-Chaos. Neuntens, sie führen Deutschland Schritt für Schritt in einen großen Krieg gegen Russland. Tausende Kämpfer bilden sie aus und behaupten allen Ernstes, sie hätten mit diesem Krieg nichts zu tun. Sie sind keine Kriegspartei. Das ist Heuchelei hoch drei. Meine Damen und Herren, spätestens bei den nächsten Wahlen kann und muss dieser Unsinn gestoppt werden. Die Ampel muss weg. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Fahle. Der Auftritt von Robert Fahle, fraktionsloser Abgeordneter hier im Deutschen Bundestag. Der Kommunalgipfel Asyl- und Migrationspolitik, das zwei Anträge von CDU, CSU und Linke werden hier beraten. Nächste Rednerin in der Debatte, Peggy Schierbeck für die SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, als ich den Tagesordnungspunkt für heute gesehen habe, habe ich gedacht, da möchte ich was zu sagen. Als ich dann den Antrag vorliegen hatte, habe ich gedacht, da muss ich auch was zu sagen. Und als ich mit dem Lesen des Antrags fertig war, habe ich gedacht, oh Gott, habe ich was verpasst? Denn wer diesen Antrag der Union liest, der bekommt den Eindruck, dass wir hier überall in unhaltbaren Zuständen leben würden. Wenn ich nur das Deutschland aus Ihrem Antrag kennen würde, dann würde ich hier auch nicht unbedingt leben wollen. Nun bin ich ja nicht nur Bundestagsabgeordnete, ich bin auch Kreistagsabgeordnete und ich bin Ratsfrau. Und tatsächlich mache ich andere Erfahrungen als das, was in diesem Antrag beschrieben wird. In meinem Wahlkreis ist die Lage nämlich insgesamt eher entspannt. Wir bringen alle Geflüchteten unter und haben sogar vereinzelt Kapazitäten frei. Aber um sicherzugehen, dass mein Wahlkreis nicht nur ein glücklicher Einzelfall ist, habe ich noch ein paar Kolleginnen und Kollegen gefragt aus diesem Hohen Haus. Wie sieht es denn bei euch aktuell aus? Die einen sagten entspannt oder alles ist soweit gut. Die anderen sagten, an manchen Stellen ist es schon ein bisschen eng. Dass Deutschland aus dem Antrag der Union, in dem es überall so eng ist wie in einer Sardinenbüchse, ist übertrieben. Nun will ich die Situation nicht bagatellisieren. Wir stehen an manchen Stellen vor sehr, sehr großen Herausforderungen. Und da dürfen wir die Kommunen nicht allein lassen. Und, welche Überraschung, liebe Union, das tun wir auch nicht. Wir unterstützen die Länder und Kommunen, finanziell zum Beispiel. Vergangenes Jahr gab es 4,4 Milliarden Euro. Diese Summe haben Sie heute schon häufiger gehört. In diesem Jahr sind es 2,75 Milliarden Euro bis jetzt. Dieses Geld wird von dem Bund an die Länder gegeben. Von den Ländern soll es an die Landkreise weitergegeben. Und die werden es und sollen es an die Kommunen weitergeben. Auf Wunsch der Kommunen haben wir sogar einen Rechtskreiswechsel vollzogen. Das haben Sie bestimmt auch schon mal gehört. Weg von den Asylbewerberleistungen, die von den Kommunen getragen werden, und hin zu den Leistungen nach Sozialgesetzbuch. Diese Kosten trägt zum größten Teil der Bund, zum Beispiel das Bürgergeld, und zu einem großen Teil eben auch die Unterkunftskosten. Und wir kümmern uns auch, wenn es um mehr als nur Geld geht. Es gab am 16. Februar einen Flüchtlingsgipfel mit der Bundesinnenministerin.
Nancy Faeser. Dort konnten die Beteiligten ihre Belange vortragen. Und es wird einen weiteren Gipfel geben am 10. Mai. Das wissen Sie auch, liebe Union. Den Vorwurf, dass wir uns nicht um unsere Kommunen kümmern, weise ich also entschieden zurück. In Ihrem Antrag wünschen Sie sich, die Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, zu begrenzen. Sie wünschen sich eine Obergrenze. Dann frage ich Sie, wie stellen Sie sich das vor? Steht da jemand wieder, wie wir das von Veranstaltungen kennen, am Eingang und zählt? Und wenn die Obergrenze, die Sie auch nicht definiert haben, dann erreicht ist, sagen Sie, sorry, ist voll jetzt, geht nicht mehr. Was sagen Sie dann zu den Menschen, die Schutz suchen, die nicht mehr reinkommen? Ich sage Ihnen ganz klar, mit uns wird es keine Obergrenze geben, denn Menschlichkeit hat keine Obergrenze. In Ihrem Antrag stellen Sie fest, dass es zu wenig Wohnraum, Kinderbetreuung und Lehrkräfte, medizinisches Personal und behördliche Kapazitäten gibt. Liebe Union, das haben wir auch schon festgestellt. Und deswegen arbeiten wir daran. Wir versuchen nicht alle Probleme des Landes mit einem Antrag zu lösen. Wir gehen wohlbedachte Schritte, zum Beispiel im Bereich der Planbeschleunigungsverfahren oder der Fachkräfteeinwanderung. Jeder und jeder in dieser Fraktion, in dieser Regierung gibt sein Bestes, um die aktuellen Probleme zu lösen. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch bei allen Menschen bedanken, die jeden Tag ihr Möglichstes tun, um die Auswirkungen dieses Krieges und dieser Fluchtbewegung abzufedern, so gut es eben geht. Sei es in den Kitas oder in den Schulen, sei es in den Ämtern und Behörden. Dank gilt allen, die ihren Wohnraum teilen, die deutsche Nachhilfe geben und ihren Beitrag tun, sei es nun hauptamtlich oder ehrenamtlich, damit sich die Menschen, die hierher fliehen, willkommen fühlen. Wir werden Ihrem Antrag nicht zustimmen. Vielen Dank, Frau Kollegin Schierenbeck. Der nächste Redner in der Debatte kommt von der Union und ist ihr erster parlamentarischer Geschäftsführer, Thorsten Frey. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir Demokraten brauchen Lösungen, sonst schaffen sie andere, die Blauen und die Braunen, in einigen Jahren, das will ich nicht. Das ist eine Äußerung, die stammt nicht von mir, sondern die stammt vom Bürgermeister von Gernsbach aus Baden-Württemberg, übrigens ein SPD-Mitglied, der diese Äußerung bei unserem Kommunalgipfel am 30. März hier im Paul-Löbe-Haus gemacht hat und damit auf die Konsequenzen hingewiesen hat, was passiert, wenn in der Migrationskrise die Kommunen mit ihren Belastungen alleine gelassen werden. Es ist dort sehr deutlich geworden, wir hatten 400 Teilnehmer, Bürgermeister, Oberbürgermeister, Landräte, Fachleute aus diesem Bereich, und zwar über die Parteigrenzen hinweg. Und eine Botschaft war, dass wir auch in Zukunft den Menschen, die schutzsuchend nach Deutschland kommen, Sicherheit und Schutz bieten möchten. Aber es ist eben auch ein Fakt, dass Ressourcen begrenzt sind, dass viele Kommunen an ihren Belastungsgrenzen sind und dass auch viele Kommunen über die Belastungsgrenzen bereits hinausgegangen sind. Und wenn Sie sich das einmal anschauen, dann muss man doch sagen, die Probleme sind sehr viel vielfältiger. Es geht darum, dass genügend Kita-Plätze da sind. Es geht um Schulen. Es geht um fehlendes Personal. Es geht um fehlenden Wohnraum. Die Ressourcen sind begrenzt. Und deshalb müssen wir konstatieren, dass Deutschland bei der Infrastruktur in der Breite auf einen Zustrom dieses Ausmaßes nicht vorbereitet ist. Und das Einzige, was der Bundesinnenministerin dazu einfällt, ist, Humanität kennt keine Obergrenze. Sie haben das ebenfalls zitiert, verehrte Frau Schierenbeck. Und ich muss sagen, das ist eine Banalisierung der Herausforderungen der Kommunen. Sie moderieren etwas weg, was da ist. Und ich will das jetzt gar nicht bewerten, sondern ich will die Bewertung einem anderen Kommunalpolitiker überlassen. Übrigens auch von der SPD, vor wenigen Tagen in der Welt gemacht. Es ist der Landrat von Märkisch-Oderland hier in Brandenburg, der diesen Hinweis als das bezeichnet hat, was er ist, nämlich als eine moralisierende Scheinheiligkeit und sonst gar nichts. Und ich will auf einen zweiten Punkt hinweisen.
Ja, ich zitiere nur einen SPD-Politiker. Und ich will auf einen zweiten Punkt hinweisen. Die Bundesinnenministerin tut so, als könne sie bei diesen Problemen gar nicht helfen. Sie hat in einem Interview bei der Funke Mediengruppe noch Anfang dieses Monats gesagt, 8 von 10 Geflüchteten seien aus der Ukraine. Und diese Zahl ist nachweislich falsch. Richtig ist, dass von denen, die zwischen März letzten Jahres und März diesen Jahres zu uns gekommen sind, 80% in den ersten 6 Monaten, also bis August letzten Jahres, zu uns gekommen sind. Richtig ist, dass in den ersten 3 Monaten diesen Jahres fast 90.000 Asylanträge gestellt worden sind. Und dazu kommen 81.000 Schutzsuchende aus der Ukraine. Das bedeutet, die Wahrheit ist, die Mehrheit der Menschen, die schutzsuchend zu uns kommen, die kommen nicht aus der Ukraine, die kommen aus anderen Regionen. Die kommen aus dem arabischen Raum, die kommen aus Afrika, die kommen aus Asien. Und was will ich jetzt damit sagen? Erstens, es ist bedenklich, wenn die Innenministerin die Zahlen ihres eigenen Hauses nicht kennt. Es ist aber wahrscheinlicher, dass sie ganz bewusst mit der Verzerrung dieser Zahlen die Öffentlichkeit irreführen und täuschen möchten. Das ist die Realität. Und die Wahrheit ist, verehrte Frau Innenministerin, Sie haben qua Amtes alle rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten, eine Migrationspolitik zu machen, die den Herausforderungen wirklich gerecht wird. Herr Kollege Frey, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Bitte. Ja, gerne. Vielen Dank, Herr Kollege. Vielen Dank, Herr Kollege. Sie beziehen sich ja bei Ihren Aussagen auf einen Zeitraum, der jetzt gerade ist. Wir reden eigentlich in der Regel von dem Zeitraum letzten Jahres. Das heißt, wir erzählen nicht die Wahrheit, aber ein Punkt ist mir dann schon noch mal wichtig. Sie haben gerade... Wer erzählt nicht die Wahrheit? Ich komme sofort dazu. Sie haben gerade von den Gruppen gesprochen, die jetzt gerade kürzlich einwandern, Syrer, Afghanen. Erklären Sie uns doch mal, wie wir diese Menschen ablehnen sollen und wohin diese Menschen denn zurück abgeschoben werden sollen, wenn es nach Ihrer Vorstellung ging. Erklären Sie mir bitte, wie das gehen soll. Ja, Frau Kollegin, das erkläre ich Ihnen gerne. Das, was ich sagen möchte, ist, dass wir trennen müssen zwischen denen, die schutzsuchend zu uns kommen, und denen, die vorgeben, asylberechtigt zu sein, aber entweder oder sowohl eine Verwaltungsentscheidung wie auch eine verwaltungsgerichtliche Entscheidung das Gegenteil festgestellt hat. Ihre Asyl- und Migrationspolitik läuft darauf hinaus, dass jeder Mensch, der es nach Deutschland geschafft hat, hier auch bleibt. Und das ist etwas, was nicht akzeptabel ist, was zu diesen Problemen führt und was eben dazu führt, dass man tatsächlich, meine Vorredner haben das ausgeführt, man nicht allein mit Geld die Probleme lösen kann. Die Kommunen brauchen Geld und Unterstützung. André Berghecker hat es sehr deutlich formuliert. Aber sie brauchen vor allen Dingen auch, dass nicht nur an den Symptomen herumgedoktert wird, sondern auch an den Ursachen. Und dass wir deshalb eine konsequente Migrationspolitik machen. Und ich darf Ihnen sagen, ja, ich darf Ihnen sagen, wir haben es in unserem Antrag niedergelegt, was wir für richtig halten, aber wir brauchen gar nicht so weit gehen. Es gibt eine Bund-Länder-kommunale Arbeitsgruppe von der Frau Bundesinnenministerin eingesetzt. Die hat am 19. April ihren Ergebnisbericht vorgelegt. Der Kollege Drohm hat vieles davon erwähnt. Ich kann noch mal stichwortartig sagen, es geht um sofort wirksamen Grenzschutz. Es geht darum, auch die Möglichkeit von Zurückweisungen zu ermöglichen. Es geht um die Revitalisierung von Ankerzentren. Es geht um die Verlängerung der Liste sicherer Herkunftsstaaten. All das sind Punkte, die man macht. Ja, natürlich, Frau Kollegin, selbstverständlich. Wir machen hier keine Dialoge. Ich will nur noch einen Satz sagen, Sie wenn ich darf. Sie dürfen den Satz noch sagen, Herr Kollege Frey. Es gibt noch weitere Nachfragen und Sie können Ihre Redezeit verdreifachen, wenn das so weitergeht. Ich will nur einen Satz sagen. Sie sind von der Grünen Fraktion. Im Deutschen Bundestag haben wir in der letzten Legislaturperiode in der Großen Koalition beschlossen, dass wir Algerien, Tunesien, Marokko, Georgien zu sicheren Herkunftsstaaten machen. Wir haben das hier im Deutschen Bundestag beschlossen. Sie und Ihre Partei haben es im Bundesrat aufgehalten und verhindert. Letztes Jahr sind allein 10.000 Menschen aus Georgien nach Deutschland gekommen mit einer Schutzquote von 0,4%. Sie sind dafür verantwortlich, dass die Verfahren so lange dauern. Sie sind dafür verantwortlich, dass die Rückführungen dann auch kaum mehr funktionieren können. Sie sind dafür verantwortlich, dass alle, die hierher kommen, auch hier bleiben. So, Herr Kollege, ja, bitte, Frau Kollegin, wir sind
Noch einmal, hier nicht im Ausschuss im Dialog, sondern Sie haben gefragt, er hat geantwortet. Herr Kollege Frey, lassen Sie eine weitere Zwischenfrage der Kollegin Dünger aus der Fraktion der Linken zu. Bitte. Und dann lasse ich aber keine weiteren Zwischenfragen zu. Zum Wohle von Frau Brucker. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Frey, weil Sie es jetzt auch gerade selber angesprochen haben, ich habe auch noch mal in Ihren Antrag geschaut. Da haben Sie ja gesagt, die meisten haben offensichtlich keinen Anspruch in Deutschland auf Schutz. Und da wollte ich Sie noch mal fragen, wie geht das überein mit der Tatsache und der Realität? Heute wird ganz wenig über Realität gesprochen. Wie geht das überein mit der Realität, dass die bereinigte Schutzquote über 70% liegt? Wie können Sie dann vertreten, dass die meisten keinen Schutzanspruch haben? Ich verstehe es nicht. Also, Frau Bünger, es kommt natürlich immer genau darauf an, woher die Menschen kommen. Tatsächlich ist es so, dass in den letzten Wochen die Schutzquote in vielen verschiedenen Ländern gestiegen ist. Wir haben zunehmend Asylanträge aus Syrien, aus Afghanistan, aus der Türkei, die zunehmend auch tatsächlich berechtigt sind. Wir möchten, dass diejenigen, die schutzberechtigt nach Deutschland kommen, auch aufgenommen werden. Wir möchten, dass die auch integriert werden können. Und um genau das zu erreichen, müssen wir es schaffen, dass diejenigen, die nicht schutzberechtigt sind, auch schnell wieder in ihre Herkunftsländer zurückkehren. Ich lasse keine weitere Zwischenfrage zu, Herr Kollege Frey. Sie können jetzt Ihre Rede beenden. Ich will zusammenfassend einfach nur sagen, Frau Bundesministerin, die Vorschläge, die diese Expertengruppe am 19. April vorgelegt haben, die geben eigentlich ein grelles Licht auf den politischen Bankrott Ihrer Migrationspolitik. Sie könnten diese Dinge umsetzen. Ja, Sie könnten diese Dinge umsetzen. Sie haben die Instrumente, Sie haben die Mehrheit dazu, Sie haben die Potenziale. Und eines muss man doch ganz deutlich sagen, eines muss man ganz deutlich sagen. Es geht darum, auch in der Zukunft die Akzeptanz für das Asylrecht aufrechtzuerhalten. Und wenn man es nicht schafft, mit dem Asylrecht die irreguläre Migration zu beenden, dann besteht die Gefahr, dass die irreguläre Migration das Asylrecht beendet. Und dann haben Sie die Verantwortung dafür. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Frey. Ja, viel Emotionen in diesem Thema. Migration und Asyl, zwei Anträge der Opposition dazu werden hier beraten, einer Gleichschrift namentlich abgestimmt. Brian Nichols jedenfalls für die SPD macht jetzt erstmal den Sack zu. Er ist der letzte Redner hier zu diesem Thema. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zu Beginn möchte ich noch mal ganz deutlich sagen, weil es mir in der Debatte doch zu kurz gekommen ist. Vor Ort wird Großes geleistet und unser Dank des gesamten Hauses gilt der kommunalen Familie, der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer vor Ort. Und ich bin mir sicher, dass auch heute bei der Debatte auf den Besuchertribünen einige unter uns sind und ihnen gilt Respekt und Anerkennung. Und wir stellen die Belastung überhaupt nicht in Frage, sondern wir suchen gemeinsam nach Lösungen mit den Kommunen, wie der Bund unterstützen kann. Das ist Realität. Meine Kolleginnen und Kollegen, meine VorrednerInnen haben schon auf einzelne Hilfen des Bundes im konkreten Eingang. Ich will nur noch mal ganz kurz erwähnen, wir haben 69.000 Unterbringungsplätze mit der BIMA geschaffen. Wir haben 3,5 Milliarden im letzten Jahr, 2,75 Milliarden in diesem Jahr bereitgestellt. Wir haben noch mal für die Integrationsleistung 905 Millionen Euro bereitgestellt. Das ist mehr als ursprünglich vorausgesetzt. Wir haben, und das wurde angesprochen, die Ergebnisse in den Arbeitsclustern, die im Flüchtlingsgipfel des Bundesinnenministeriums angesiedelt waren, viele Ergebnisse erzielt, jetzt in die Umsetzung gehen. Und es ist doch richtig, dass man erst die Ergebnisse abwartet, sie dann wertet und dann in die Umsetzung bringt. Das digitale Dashboard haben wir übrigens schon im März eingeführt, wird von der kommunalen Familie über Parteigrenzen hinweg positiv angenommen und gelobt. Unterstützung muss vor Ort konkret ankommen. Da sind wir uns einig. Und deswegen verwundert mich diese Debatte und dieser Antrag. Denn es geht doch darum, dass die demokratischen Kräfte in diesem Haus zusammenarbeiten, zusammenhalten müssen, um mit den Ländern gemeinsam die Hilfen des Bundes auch in die Kommunen zu bringen. Und es hilft niemanden, Herr Frey, wenn Sie hier an dieser Stelle das Trennende suchen, wenn Sie dann auch noch, obwohl Sie es in Ihrem Antrag ja beschreiben, Humanität, christliches Menschenbild, Nächstenliebe,
es steht hier im Antrag ja auch drin, Verfolgten zu helfen und ihnen Schutz zu gewähren, ist für uns eine Frage der humanitären Verantwortlichkeit, der Mitmenschlichkeit und der Nächstenliebe. Das christliche Menschenbild gebietet die Unterstützung für Menschen in Not. Aber das christliche Menschenbild kennt keine Not zweiter Klasse, meine Damen und Herren. Ich habe mich auch gewundert, es soll hier um Kommunen gehen. Das haben Sie zwar alle betont als Redner der Union, aber es kommt kein Mitglied aus dem Kommunalausschuss Ihrer Fraktion zu Wort. Wundert mich schon sehr. Und noch mal konkret auf ein Beispiel einzugehen. Das Sonderaufnahmeprogramm Afghanistan, was zu stoppen sein soll, weil es vermeintbare Belastungen sind. Da frage ich mich ehrlich, wie passt das in ein christliches Menschenbild? Erkennen Sie die Not der Menschen, die uns vor allem auch in Afghanistan, unseren Soldatinnen und Soldaten geholfen haben? Erkennen Sie das nicht an? Treten Sie den begegnen Sie dem mit Respekt. Ich weiß, immer wenn es zu Schwissenrufen kommt, habe ich einen wunden Punkt getroffen. Und es wundert mich überhaupt nicht, dass die CDU sich fragt, wofür das C im Namen steht und ihre Mitglieder dazu befragt hat. Und die Antworten, und da sollten Sie sich vielleicht die Antworten nochmal angucken, die meisten sagten Freiheit, die zweiten sagten die Würde des Menschen zu schützen, des Menschen. Die drittmeiste Antwort war Respekt, Anstand und Fairness. Und Respekt, Anstand und Fairness, das hätte ich mir in dieser Debatte gewünscht, das wünsche ich mir auch in Talkshows von Herrn Merz, wenn Sie von Sozialtourismus reden. Damit erschweren Sie die Arbeit von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern vor Ort. Sie vergiften das gesellschaftliche Klima und das ist schädlich für unser Land. Und Ihr Parteifreund Wüst hat ja gesagt, dass dieser Antrag sei ein Gesellenstück. Aber nein, im ersten Lehrjahr würde man damit nicht bestehen mit so einem Antrag. Deswegen ist er abzulehnen, weil wir an der Seite der Kommunen stehen, der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer vor Ort, weil wir eben die Kommunen dabei unterstützen. Und Sie können natürlich... Herr Kollege, Sie müssen wirklich zum Schluss kommen, den Zwischenrufen der Union zum Trotz. Sie sind jetzt 30 Sekunden. Ich komme zum Schluss mit Verlaub. Wir haben ja viel Redezeit unserer Fraktion eingespart für den Schluss. Ihr Lieblingswort war heute Realitätsverweigerung. Dabei gucken Sie in den Spiegel, dann sehen Sie Realitätsverweigerung in Reinkultur. Entschuldigung. Und man sieht es ja an den kleinen Deutschlandfahren. Da sind die Realitätsverweigerer noch ein bisschen größer mit größeren Deutschlandfahren. Da können Sie sich mal austauschen. Vielen Dank, Herr Kollege Nichols. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung und dazu liegt mir eine Erklärung nach § 31 unserer Geschäftsordnung vor. Zunächst rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 7a, Abstimmung über den Antrag der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 6540 mit dem Titel Für Humanität und Ordnung in der Asyl- und Flüchtlingspolitik. Kommunen in der Migrationspolitik unterstützen, Forderungen aus dem Kommunalgipfel umsetzen. Die Fraktion der CDU-CSU hat namentliche Abstimmung verlangt. Sie haben zur Abgabe Ihrer Stimme nach Eröffnung der Abstimmung 20 Minuten Zeit. Die Abgeordneten im Saal bitte ich nach Eröffnung der namentlichen Abstimmung noch für kurze Zeit für eine weitere Abstimmung hier zu bleiben. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, nunmehr die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Die Urnen sind besetzt, ist mir mitgeteilt worden. Damit eröffne ich die namentliche Abstimmung über den Antrag auf Drucksache 6540. Die Abstimmungsurnen werden um 12 Uhr Punkt geschlossen. Ja, meine Damen und Herren, jetzt wird also namentlich abgestimmt über den Antrag der Unionsfraktion. Die Union fordert unter anderem, die Kommunen dauerhaft finanziell für die Aufgaben der Migration zu versorgen, freiwillige Aufnahmeprogramme wie etwa in Afghanistan zu stoppen, der irregulären Migration Einhalt zu gebieten und weitere Staaten wie die Maghreb-Staaten und Georgien als asylrechtlich sichere Herkunftsstaaten einzustufen. Das ist also der Antrag der Union, der jetzt hier von den Abgeordneten dann namentlich abgestimmt werden muss. Es geht in einem weiteren Antrag, dem Antrag der Linken, hier gleich mit der Abstimmung weiter. Die Linken drängen in ihrem Antrag auf einen Paradigmenwechsel. Die Aufnahme der Ukraine-Flüchtlinge sollen quasi die Blaupause sein. Die Menschen sollen zu Verwandten und Bekannten sofort ziehen dürfen. Das Arbeitsverbot soll aufgehoben werden. Zugang zu regulären Sozialleistungen und uneingeschränkte Gesundheitsvorsorge soll geschaffen werden.